Herr Ackermann, bei den Platzverhältnissen und Witterungsbedingungen hätte ich fast nicht gedacht, dass Sie das Spiel noch mal so fast drehen können. Ja, ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Also, wenn man 2-0 hinten liegt, wo der Gegner zweimal aufs Tor schießt, ne, mir zweimal nicht gut verteidigt habe und kommt so zurück, also ich glaube, das ist aller Ehre wert. Ja, die Witterungsbedingungen haben, also für mich sah es so aus, als auf dem Platz heute, als ob da jetzt ein gutes Spiel dann nicht mehr möglich ist und dann einen 2-0-Rückstand aufzuholen, das war bestimmt eine echt schwierige Kiste. Ja, es war eine schwierige Kiste, weil die Platzverhältnisse eben spielerisch nicht so viel zugelassen haben. Ne? Aber was wir unheimlich in der zweiten Halbzeit reingebracht haben, war der Siegeswille. Ne? Also wir haben ja nicht einmal nach dem 2-2 aufgehört, auf den Punkt zu spielen und die 4 Punkte Abstand in den letzten 2 Spiele zu halten, sondern wir haben eigentlich noch versucht, die letzten 10 Minuten auf 3-2 zu spielen und alles klar zu machen. Ne? Da muss man der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Erstens physisch und auch dann eben 2-0 aufzuholen und immer wieder daran glauben, eben das Unentschieden zu holen und den Siegtreffer noch zu machen. Also Riesenkompliment an den Dejan, wo er auch die Trainerposition mit mir inne hat, wo er Spielertrainer ist, nicht als Co-Trainer und die Mannschaft, wo also in der Saison Riesiges leistet. Wurmt es Sie, dass es heute nicht für die 3 Punkte und für die Meisterschaft gereicht hat? Ja, eigentlich nicht. Wenn man nach einem 2-0 zurückkommt, natürlich, habe ich ja gerade schon erwähnt, wir wollten den Dreier festmachen, aber wenn man 2-0 hinten liegt, muss man dann auch mit dem Punkt leben können. Wir haben jetzt am Samstag nochmal ein Heimspiel gegen Langer Steinbach, wo er auch ein unangenehmer Gegner ist. Aber wenn man da einen Dreier heimfahren, dann ist die Meisterschaft über 8 Tage verschoben. Wer hat sich heute besonders auszeichnen können? Können Sie da überhaupt jemand rauspicken? Nee, ich möchte niemanden rauspicken, weil wir momentan so einen geschlossenen Kader haben. Von der Nummer 1 bis 16 zieht jeder super mit. Es gibt momentan eben auch mal schwere Geschichten, wo der ein oder andere nicht zum Zug kommt. Also da gibt es keinen rauszuheben. Ich glaube, heute hat man bei jedem den Willen gemerkt, die Einstellung gemerkt und hat dann auch gesehen, okay, die Mannschaft funktioniert und steht mit Recht an der Tabellensituation. Nach dem 0-2, haben Sie da auch taktisch oder strategisch was ändern müssen oder ging es einfach nur um den Kampf? Ja, nee, als erster Linie waren natürlich den Bodenverhältnisse der Kampf geschuldet. Aber wir wollten immer wieder bei Rundenbällen, bei Standardsituationen den Gegner richtig in Schwierigkeit bringen und so sind auch die Tore gefallen. Ja, wir hatten ein bisschen beim Abschluss bei den ein oder anderen Aktionen hatten wir ein bisschen Pech, wo der eine oder andere Schuss vielleicht im Fuß über den Spann gerutscht ist, sonst hätten wir da vielleicht das Tor gemacht. Aber Wenn und Aber zählt nicht. Wir haben das Unentschieden geholt und das hat sich die Mannschaft mehr wie verdient. Der nächste Gegner, Sie haben es schon angesprochen, ist Langensteinbach. Was wird das für ein Spiel? Ja gut, es wird ein Spiel, wir gehen jedes Spiel als Dreier an. Langensteinbach hat sich in der Rückrunde permanent gesteigert, ist eine unangenehme Mannschaft, aber wir möchten natürlich die Meisterschaft am Samstag hier um Schalkenberg halten und deswegen werden wir alles dafür tun. Ist die Meisterschaft schon so gut wie gelaufen, also sprich gewonnen? Nein, das mit Sicherheit nicht. Also es sind noch 2 Spiele, wir haben dann auch noch ein schweres Auswärtsspiel. Mutschelbach hat noch, wir haben die 4 Punkte gehalten, wir haben ein Heimspiel, wir versuchen in dem Heimspiel das klar zu machen. Aber entschieden ist bei mir im Fußball, ich habe schon so viel erlebt als Spieler, als Trainer. Erst wenn rechnerisch nichts mehr möglich ist, dann können wir feiern. Aber nochmal, der Mannschaft sollte Riesenlob heute für diese Leistung und ja, es wäre super gewesen, wenn wir noch 3-2 gemacht hätten, aber leider hat es nicht gereicht. Ja, kann man nicht. Danke Ihnen vielmals für das Interview. Danke.